Inside Racing wird Ihnen präsentiert von Dunlop. Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, kurz IDM, und die Frage, wer ist hier Chef im Ring? Mit ihrer Königsdisziplin, den Superbikes, Deutschlands stärkster Motorradrennsportklasse. Schnell am Gas und spät auf der Bremse, immer am Limit. 300 km/h Spitzengeschwindigkeit, mehr Biss hat in Deutschland kein Zweirad. Das muss man fühlen, man muss live dabei sein und das ist einfach das Schönste, was es gibt. Und ja, Sport, das ist Rennsport, pur. Die IDM ist Publikumsmagnet. Keine Allüren, kein Glamour, keine Stars. Es riecht nach Arbeit und Motorenöl. 20 Fahrer auf 200 PS starken Geschossen. Volle Beherrschung der Rennmaschinen natürlich inbegriffen. Es ist nicht wesentlich schlimmer, als wenn einer mit dem Fahrrad mit 90 oder 100 einen Berg runterfährt. Ich würde sagen, der ist verrückter, weil der hat keine Klamotten an und wir haben wenigstens einen Lederkombi. Du kommst da mit dem 5., 6. Gang bergab. Du musst da wirklich hart arbeiten am Motorrad. Und ja, heute im Rennsport muss alles passen. Motorrad, Reifen, Setup. Aber auch der Rennfahrer muss hier wirklich noch Mut zeigen. Wenn sich ein Stefan Nebel dehnt, ein Andi Meklau fremde Maschinen besteigt oder ein Dario Giuseppetti vor dem Rennen Späßchen macht. Der Fan ist immer direkt dabei. Denn als Zuschauer ist man so nah dran wie an kaum einem anderen Motorsport. Wir haben in der IDM die Möglichkeit, dass halt jeder, der ein Ticket kauft, auch ins Fahrerlager kann und sehr, sehr nah zu den Fahrern kommt. Und das macht die Sache natürlich besonders. Es gibt heute kaum noch eine Rennsportklasse, die so kontaktfreudig ist wie wir. Der amtierende Champion Jörg Teuchert diese Saison mit Schwierigkeiten. Eine schmerzvolle Fingerverletzung macht jeden Zug an der Kupplung zur Qual und wird ihm dieses Jahr seinen Titel kosten. Da hilft auch der freundliche Zuspruch seiner Fahrerkollegen in der IDM Superbike wenig, die Enttäuschung zu drosseln. Jörg ist immer schwer einzuschätzen. Also er ist prinzipiell immer ein Fahrer, mit dem man auf jeden Fall vorne rechnen muss. Immer für Überraschungen gut. Der hat sehr viel Erfahrung, ist auf jeden Fall ein Kämpfer. Und ja, also Hut ab, dass er nach so einer Verletzung gleich wieder aufs Motorrad steigt und sich mit uns hier auf der Strecke beweisen möchte, gefällt mir gut. Die internationalen deutschen Motorradmeisterschaften sind 2010 vor allem von ausländischen Fahrern dominiert. Werner Dahmen, Belgien, und Carl Muggeridge, Australien. Nach 14 Rennen die beiden heißesten Titelkandidaten. Ich wusste schon zu Saisonbeginn, dass wir ziemlich stark sein würden, weil das Team so erfahren ist. Alle sind richtig gut in dem, was sie machen. Jede Abteilung, Radaufhängung, Reifen, Motoren. Ich bin super glücklich damit. Das Alpha-Tier, der Chef im Ring, der King im Oval. Die Superbiker haben auch für 2010 eine Antwort auf die Frage aller Fragen gefunden. Carl Muggeridge heißt der neue IDM Superbike-Champion. Inside Racing wurde Ihnen präsentiert von Dunlop.